Das literarische Quartett kommt heute aus Mainz zum 25. Mal, eine Jubiläumssendung. Aus diesem Anlass machen wir heute gar nichts, machen wir aus diesem Anlass. Wir arbeiten so wie immer. 5 Bücher werden besprochen und diskutiert. Es nehmen teil, wie üblich, Helmut Karasek, Der Spiegel, Hamburg. Sigrid Löffler, Profil, Wien. Marcel Reich-Ranitzky, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Unser Gast heute, Joachim Kaiser, seit über 30 Jahren in der Redaktion der Süddeutschen Zeitung, außerdem seit vielen Jahren Professor an der Musikhochschule in Stuttgart. Kaiser ist Musikkritiker, Theaterkritiker und Literaturkritiker. Also hat er unzählige Feinde und unzählige Bewunderer. Ich gehöre zu seinen Bewunderern und sage das offen und deutlich. Joachim Kaiser hat Bücher veröffentlicht über Mozart, Beethoven, Wagner, über große Pianisten, zahlreiche erfolgreiche Bücher. Und wir freuen uns, dass Joachim Kaiser heute Abend hier ist. Wir beginnen heute, wir nehmen 2 angelsächsische Bücher, 2 deutsche Bücher und ein französisches, mit dem Roman von Antonia Bayet, Besessen. Ja, man könnte sagen, es ist ein Literaturkrimi, den Antonia Bayet hier geschrieben hat. Man könnte auch sagen, es ist eine Universitätssatire, eine Wissenschaftssatire. Es ist auch Literatur über Literatur, sozusagen ein Akt der literarischen Bauchrednerei, in dem nämlich die Autorin, die sich sehr gut auch als Literaturkritikerin und Literaturwissenschaftlerin an einer englischen Universität sehr gut in der Literatur des 19. Jahrhunderts auskennt, in der viktorianischen, selbst versucht, im Ton von manchen viktorianischen Dichtern, vor allem Tennyson, Robert Browning, Christina Rossetti, Emily Dickinson sogar, im Ton der viktorianischen großen Lyriker selbst auch zu schreiben. Worum geht es? Es geht wie immer in so einem Roman um eine alte Handschrift. Eine alte Handschrift wird durch Zufall von einem Literaturwissenschaftler entdeckt. Es handelt sich um einen Briefentwurf. Man wusste bisher nicht, dass der Autor dieses Briefes eine Liebesgeschichte hatte mit einer Kollegin. Es handelt sich um einen viktorianischen Dichter namens Ash. Und wie bald herauskommt, hat er auch eine Geliebte, ebenfalls eine Dichterin, namens Christabel Lamotte. Man muss nicht hinzusetzen, dass beide Dichter erfunden sind. Man müsste aber doch sagen, das klingt jetzt vielleicht komplizierter, als es ist. Der Roman lässt sich eigentlich sehr raffiniert an und gleichzeitig auch sehr spannend, dass er auf 2 Ebenen läuft. Einerseits ist es also diese fiktive Liebesgeschichte zweier angeblicher Dichter des 19. Jahrhunderts. Diese Liebesgeschichte wird aber gespiegelt in der Liebesgeschichte der beiden Literaturwissenschaftler, die dieser Geschichte nachgehen. Es ist also auch so eine Art literarische Schatzsuche, eine Art Schnitzeljagd entwickelt sich nach verschiedenen Manuskripten. Verschiedene einander rivalisierende Universitätsprofessoren versuchen sich diese Manuskripte abzujagen. So lang eigentlich bis zum Schluss das Ganze zu einer Spitze kommt, ja. Die ganze komplizierte Handlung sich in einem Punkt fokussiert, nämlich auf einem Friedhof, wo dann auch noch ein Grab geöffnet und ein Manuskript herausgesucht wird. Lieber Frau Löffler, ich finde, Sie haben es eine Spur zu harmlos nacherzählt. Da wird nicht eine Handschrift gefunden, sondern es wird ein Brief gestohlen. Der junge Wissenschaftler sitzt da in der Bibliothek und klaut den Brief, findet etwas über den Mann, mit dem er arbeitet. Er entwendet und er nimmt ihn weg, steckt ihn in die Tasche und geht damit nach Hause. Das ist also, wenn ich das in der Bibliothek mache, dann werde ich streng bestraft. Ja, ich habe es nicht mit den Augen eines Staatsanwaltes gelesen. Nein, aber Sie hätten es mit den Augen jemandes lesen müssen, der sagt, das kommt von dem
Edgar Allan Poe, der gestohlene Brief, The Person Letter. Das ist ein berühmtes Muster, dem sie da nachgeht. Nun hat er also den Brief geklaut und ich finde auch, ehrlich gesagt, es spiegeln sich nicht zwei Liebesgeschichten ineinander, sondern der Witz der Sache ist doch, dass die viktorianischen Figuren, die an sich verhältnismäßig harmlos gelten, der eine ist ein berühmter Schriftsteller und von der anderen nahm man sogar an, sie sei lesbisch gewesen und sie wird auch von irgendwelchen Lesben sozusagen zum Stahl gemacht, dass die eine viel leidenschaftlichere Beziehung hatten als die etwas blassen Wissenschaftler, die da in London unter ziemlich mittelmäßigen Umständen leben und die da Angst haben. Ist diese Leidenschaft nicht schrecklich kitschig in dem Buch? Ich denke, wenn Frau Löffler von einer Schatzsuche schreibt, dass dieses Buch keinen Schatz findet, sondern falsches Gold. Normalerweise ist es ja so, Literatur produziert Literaturwissenschaft und die Literaturwissenschaft ist oft komisch. Man sagt, die Schwellen im Werk von Edgar Allan Poe oder die Beziehung des Autors. Und hier ist es genau umgekehrt, hier produzieren Kritiken Literatur, nämlich Literaturwissenschaftler von einer Autorin ausgedacht, erzeugen ein unlesbares, schreckliches Zeug. Es ist so viktorianisch, wie Neubauten sind, die heute im viktorianischen Stil gebaut würden. Und das ganze Buch, also mit dem gestohlenen Brief, du hast ja fast eine gouvernantenhafte Entsetztheit, dass da ein Brief gestohlen wird aus einem Buch. Es ist alles so, dass man denkt... Aus einem Museum. Ja, aus einem Museum. Na egal, du meinst, das kann man machen, klar. Es ist, in der Fiktion kann man auch Briefe stehlen, man wird dafür nicht bestraft. Aber das, was mich am meisten stört, ist, dass das Buch aus Papier ist, Papier erzeugt, papierene Dichter, papierene Texte... Und ich habe gedacht, eigentlich ist es ein gutes Ferienvergnügen wie Kreuzworträtsel. Wenn man Kreuzworträtsel in einem Urlaub mag, also dann wird man diese... Ich darf Ihren Andeutungen entnehmen, dass Ihnen das Buch nicht sehr gefallen. Das dürfen Sie entnehmen. Ja. Du hast dich offenbar gelangweilt bei dem Buch, während ich mich nur am Anfang gelangweilt habe und dann plötzlich merkte, die Sache wird immer spannender. Also die Sache wird doch nicht dadurch spannend, dass die Liebesgeschichte zwischen den beiden Autoren, die sich über unendliche Briefe hinwälzt, wobei sich die Autorin dann den Scherz erlaubt, dass Streichung noch drin, die ist doch so, dass sagt, ich wage es nicht zu nähern, die andere Lesbische wird betrogen und dann leidenschaftlich und dann entsteht ein Kind draus und das ist die Großmutter der einen Professorin und es ist alles so schreckliches Zeug. Ja, also lieber Herr Karasek, ich glaube, man kann jedes Buch ruinieren durch die Art, wie man es zusammenfasst. Ja, man kann auch jedes Buch... Man kann auch jedes Buch hochloben durch die Art, wie man es bewundert. Ich könnte Ihnen jetzt einmal Goethes Faust, erster Teil, so erzählen, dass Sie sagen, eine unerträglich kitschige Liebesgeschichte. Könnte die Texte von Goethes Faust mit den Texten vergleichen, die hier erfunden worden sind, diese unsäglichen Gedichte. Ich glaube, wir müssen uns einigen. Sie haben vorher gesagt, das ist eine Feriensache irgendwie. Nein, ich habe nur gesagt, Ferien. Man muss sehr viel Zeit haben. Ja! Sie haben völlig recht, das Buch ist 650 Seiten dick, teilweise eng bedruckt. Man muss schon viel Zeit haben. Also, die Frage ist nur, wie ist das? Die alles Zeit lohnt hier? Sich nicht. Langsam. Für Sie nicht. Für mich hat es sich schon gelohnt. Denn wissen Sie, gegen das Buch ist viel zu sagen. Nur die Autorin hat eine Eigenschaft, die ich schätze. Sie kann schreiben. Das ist sehr gut, das ist glänzend geschrieben. Das sind Motive, die Sie als sentimental und kitschig empfinden. Die sind so. Nur, ich glaube, die Autorin nimmt das nicht ernst. Das ist ironisch. Herr Reich-Ranitzky, es ist sehr leicht, es ist sehr leicht, heute in einem Stil zu schreiben, der über 100 Jahre alt ist. Weil der steht einfach. Das müsste man erst mal versuchen, Herr Karasek. Versuchen Sie einmal einen dramatischen Monolog à la Tennyson oder à la Robert Browning zu schreiben. Nein, das ist gar nicht so leicht. Helmut, ich finde, was du sagst, stimmt nicht ganz. Die Gedichte sind ja nicht Parodien, sondern sie sind gewissermaßen... Wieso leider? Ja. Zum Beispiel die Rossetti war ja eine ganz große Lyrikerin. Die Viktorianer waren ja nach außen hin so
prüde und es ist trotzdem eine ganze Masse passiert. Und ich finde, das kommt subkutan aus der Geschichte raus. Zum Beispiel, wenn dieser moderne Wissenschaftler mit seiner harmlosen Frau in London, der sieht, um Gottes Willen, jetzt gibt es Krach, also gehen wir besser ins Bett. Und dann klappt es nicht ganz und dann schildert sich die als Viktorianerin vor mit schwarzen Stümpfen und dann gelingt es. Das ist brillant geschrieben. Also, zu Deutsch. Also, verstehst du? Ich wusste ja immer, dass Sie ein Feinschmecker sind, aber ein so glänzender Feinschmecker. Nein, aber das ist doch gut gemacht. Ja. Und ja, in dem Buch ist eine ganze... Ja. Und wenn es am Schluss, dieser letzte Brief, den man findet, der ist auch nicht schlecht geschrieben. Ja. Ich wage die Vermutung, dass du in der englischen Literatur des 19. Jahrhunderts nicht so ungeheuer gut zu Hause bist, wie etwa in der deutschen. Ich wage die Behauptung zu sagen, dass ich in Tübingen englische Literatur studiert habe und die des 19. Ach, das ist das Unglück. Ich gebe zu, dass mir schon die Originale nicht besonders gefallen haben, aber was hier, also der ich meine, Swinburne, die Rossetti, die Brownings, nein. Also Browning in der Übersetzung von Rilke ist schöner als im Original, aber darüber wollen wir nicht weiter. Ja, dann lassen wir mal weg. Übersetzungsfragen führen nur zu Streit und bringen Aber wir streiten ja doch. In dem Fall sollte man über die Übersetzung schon auch ein gutes Wort sagen, weil das eine ganz ausgezeichnete Übersetzung ist. Ich habe jetzt den Namen nicht da. Übrigens, die Engländer sind doch an Melanie Waltz, ist es Melanie Waltz, die es übersetzt hat? Die Engländer sind doch sehr für Entertainment. Die sind doch Leute, die sich noch viel schneller langweilen als du. Dass das da ein derartiger Kritik ein Erfolg und Erfolg geworden ist. Lassen Sie mich mal eine Sache sagen. Eine ganz einfache Sache. Da wird eine Liebesgeschichte zwischen zwei erfundenen Figuren erzählt. Ja? Nachher erfahren wir gleich, kapieren wir, sind erfunden in der viktorianischen Zeit. Mit allem Drum und Dran der viktorianischen Epoche. Geschrieben finde ich die Geschichte sehr gut. Nur, der Pfiff der Sache besteht darin, dass es dazu eine Parallelgeschichte Wann gibt. Wann haben Sie das gemerkt? Ganz gleich am Anfang. Ja, eben. Natürlich, eben. Aber das hat... Halt! Aber die Parallelgeschichte ist die Geschichte etwas, was ich sehr gern habe. Was deutsche Literatur zu liefern das kaum imstande. Ich liebe, mich interessieren Liebesgeschichten, die sich unter Intellektuellen abspielen. Ich weiß, unter Bauern auch wichtig. Aber mich interessiert, was sich unter Intellektuellen abspielt. Und diese Geschichte zwischen zwei Intellektuellen, wo sich herausstellt, dass in unserer modernen Welt, wo alles so anders ausschaut, auch Hemmungen bestehen bei den beiden Leuten. Das wussten Sie vorher nicht. Jenen Hemmungen der viktorianischen Epoche gar nicht so unähnlich. Und das zeigt sie mit Humor zeigt die das, die Autorin. Das ist sehr pfiffig geschrieben. Und Gott gibt, dass wir solche Autoren in deutscher Sprache hätten. Ja, das kann man wohl laut sagen. Das ist eine Könnerin, Frau Löffler, wenn Sie mal mit mir einverstanden sind, dürfen Sie auch was sagen. Ja, diese Achse sollten wir doch auch einmal ein bisschen pflegen. Ja, man sollte vielleicht auch noch denken, wie der Roman heißt. Im Original heißt er Possession. Gar nicht schlecht übersetzt, besessen. Es geht in der Tat einerseits um Besessenheit und andererseits um Besitz. Und das Interessante scheint mir, dass die Männer in diesem Roman alle nach irgendeiner Art von Besitz streben. Also sie versuchen einander die Manuskripte abzujagen. Es geht um akademische Ehren, um Würden, um den Status. Die Frauen hingegen, die haben eine andere Art von Besessenheit. Denen geht es darum, dass sie sich selber besitzen möchten, also um Autonomie. Und das ist eine Selbstverwirklichung. Autonomie. Und da scheint mir die Parallele oder die Symmetrie zwischen dieser viktorianischen Frau, die keine andere Chance hatte, als eine alte Jungfer zu sein, einfach deshalb, weil sie Künstlerin sein wollte und die normale Familienrolle verweigert hat, dass da eine wunderbare verschwiegene Achse dann entsteht zu der Wissenschaftlerin von heute, die eigentlich dann auch in dieser viktorianischen Frau eine Art Vorläuferin erkennen muss. Man kann jetzt sagen, die Symmetrien sind ein bisschen aufdringlich. Aber dass es raffiniert gemacht ist, kann man doch gar nicht leugnen. Es sind auch die Schilderungen der Charaktere aufdringlich. Es ist der amerikanische Professor, der da in seinem Mercedes durchs mit Land dem fährt und mit dem Scheckbuch und immerfort Als sagt, ob man nicht wüsste, dass es so ist. Ja, aber nein, es ist, die Figuren werden auf ganz schmale Eigenschaften, flache Eigenschaften heruntercharakterisiert. Wenn ich ein so dickes Buch habe und das Vergnügen kommt dabei raus, dass ich immerfort von dem Eingelehrten höre,
Es wird ihm in der Ehe langweilig und er muss sich was anderes vorstellen, was für Jochen Kaiser offensichtlich eine großartige Das muss ja nicht, es kommt nicht immer fort vor, es ist ein einziges Mal, du übertreibst jetzt. Und es kommt auch vor, dass dann natürlich der Nebenbuhler gesehen wird, der dann mit Schuhen aus dem Porsche aussteigt. Lieber, darf ich einen Vorschlag machen? Wissen Sie, da gibt es doch sehr viel Parodien über das literarische Leben und Universitätsleben. Diese Dame, die Autorin, die Antonia Bayet, hält nichts von der feministischen Literaturwissenschaft. Das macht sie schon sympathisch. Und verspottet eine feministische Literaturkritik. Der Teufel soll mich holen, wenn Sie das nicht mit Vergnügen gelesen haben. Geben Sie zu, also, es ist schon sehr witzig. Es ist so. Wie gesagt, es hat für mich etwas Schnittmusterartiges, es hat etwas von Satiren in Universitätszeitschriften. Es ist trotz aller, Frau Löffler sagt, das Buch heißt Besessenheit. Wenn ich irgendwo in diesem Buch Besessenheit entdeckt hätte, aber natürlich. Und nicht literarische Feinstickerei. Herr Karasek, ich weiß nicht, ob Sie so weit gelesen haben. Aber im Grunde. Eine Unterstellung. Diese Unterstellung sollten Sie wirklich lassen. Im Grunde. Ja, aber ich glaube, Sie haben nicht so weit oder nicht so gründlich gelesen, dass Sie gemerkt haben, worauf es eigentlich hinaus will. Das Geheimnis der Geschichte, nämlich warum diese Liebesgeschichte zwischen diesen beiden Künstlern schief geht, wird in dem ganzen Roman nicht erklärt. Aber sie wird auf eine ganz raffinierte Weise doch beschrieben, und zwar durch eine Spiegelung. Es gibt mitten in dem Roman völlig unvermutet, man denkt eigentlich, was soll das hier, erzählt jemand in der Bretagne ein seltsames Märchen sondern von einer schiefgehenden Liebesgeschichte zwischen einem Matrosen und einem Bäckermädchen. Warum die beiden nicht zusammenkommen, die einander doch lieben, aber sich immer verfehlen. Und das ist eine derartig subtile Geschichte, die aber auch seine Grausamkeit hat. Und das ist genau die Erklärung, dass das fehlende Puzzlestück, das fehlt, um die Liebesgeschichte zu erklären. Aber zum Beispiel, du sagst Schnittmuster. Das ist doch literarisch sehr raffiniert. Wenn ein solcher Roman kommt am Schluss vor, da wird ein Professor interviewt von einer wunderschönen indischen Fernsehinterviewerin. Und man denkt natürlich, aufgeschlossen, modern wie man ist, die wird das nun ganz besonders gut machen, weil sie auch Gründe hat, Rassismus und so weiter. Und die erweist sich dann als besonders unvorbereitet, hochmütig und dämlich. Das ist kein Schnittmuster, das ist genauso ironisch, wie wenn die eine Dame fortwährend aus der Dichterin so eine Art Lesbe machen will. Und weil sie sich verliebt, hat natürlich sogar ihre Freundin das Leben genommen. Und plötzlich erweist sich, war es überhaupt nicht. Was ist das Schnittmuster? Das sind doch alles Überraschungen. So, also wir brauchen darüber nicht zu diskutieren. 3:1 verloren, ich gebe es. Naja, halt, aber ich meine, Sie haben das Recht, vor dem Buch zu warnen. Wir haben das Recht, das Buch nachdrücklich zu empfehlen. Wir kennen Sie ein bisschen auch. Das deutsche Literaturangebot in diesem Jahr. Das Buch ist schon ein Glanzstück vor dem Hintergrund dessen, was unsere Verlage so produzieren. Aber Gerhard Köps, Papas Koffer. Das ist das Buch, in dem man etwas erfährt über zwei skurrile Menschen. Das eine ist der Ich-Erzähler, der ist skurril insofern, als er zunächst also Grabplatten macht, dann diesen Beruf nicht aushält, dann wird er Buchhändler und als Buchhändler stellt er einen Dekalog auf, dass man um Gottes Willen keine Bücher verkauft und vor allem nicht an Leute, die einem unsympathisch sind und schon gar nicht dann, wenn sie vorher im Fernsehen von einem schnellsprechenden Kritiker gelobt worden sind. Dann hat der Mann die ganze Zeit einen Tick, sich mit Hemingway zu beschäftigen, dessen Werke begeistern ihn sehr. Und er hört dann, dass es einen Koffer gibt, der Hemingway verloren ging, wo also angefangene Manuskripte waren, und macht sich auf die Suche nach diesem Koffer, von dem er annimmt, dass er den nach vielen Jahrzehnten noch fände. Also ein seltsamer, skurriler, literarischer Typ. Und der hat eine Beziehungsperson, und diese Beziehungsperson ist eine Art Studienrat, und diesem Studienrat ist nichts mehr wichtig, als das Konjunktive richtig benutzt werden. Man soll also nicht sagen, ich wäre gekommen, wenn es heißt, ich würde gekommen sein oder umgekehrt. Und das sagt er immerfort und das ist also sozusagen das Zweite. Und es wird also auf der Suche nach Hemingways Koffer
bis kommt er zu manchen Stellen der Ich-Erzähler, wo der Hemingway war, wo er getrunken hat. Er wundert sich darüber und sagt, Hemingway hat sein ganzes Leben eigentlich nicht rehabilitiert, sondern widerlegt dadurch, dass er sich erschossen hat. Er findet, das passt zu einem solchen Helden nicht. Und ganz zum Schluss ist nochmal vom Koffer die Rede und dann ist das Buch aus. Ja. Hat Ihnen dieses Buch gefallen? Mit Maßen. Eher nicht. Es Warum nicht? Leid. Sagen Sie. Ich will erst mal sagen, es gibt ein wunderbares amerikanisches Buch über Hemingways verlorenen Koffer. Der Koffer ist ja in der Tat verloren gegangen. Das ist ein wahrer Bestandteil der Hemingway-Biografie. Mir hat das Buch in einer Hinsicht gefallen, die hier noch ein bisschen unterschlagen worden ist. Er fährt nicht nur zu den Schauplätzen, wo Hemingway war, sondern manchmal bewegt er sich nur über Fantasie zu den Schauplätzen. Er bildet sich ein, an den Schauplätzen zu sein. Und eigentlich ist das Buch von Köpf in der Absicht geschrieben, dass die Literatur und die Fantasie, das Vorgestellte, das konjunktivische Leben, das eigentliche Leben ist. Da ist einer, der bei seiner Großmutter aufgewachsen ist. Ja gut, aber warum ist das nun nicht gut? Das Buch ist deshalb nicht gut, weil es eigentlich mit dieser Vorwurfsthese gegen Hemingway nicht erklären kann, warum dieser Autor sich ausgerechnet diesen Literaten als Vorbild gesucht hat. Das ist die Hauptschwierigkeit des Buchs. Ich bin ein bisschen befangen in diesem Buch. Ich bin nämlich draufgekommen, dass das ganze Kapitel 18 mir gewidmet ist. Und da bin ich dann schon etwas zornig geworden. Ich werde auch gleich erklären, warum. Ich habe also der zweite Einwand gegen dieses Buch ist, da versucht einer also einen Kreuzzug zur Erhaltung des Konjunktivs zu führen. Und versucht, die Subtilitäten des Konjunktivs hier hochzuhalten und zu preisen. Und gleichzeitig in seinem eigenen Text kommen Konjunktive vor, wie das unsägliche Wort Bräuch. Also jemand, der das verwendet, sollte dann vielleicht nicht sich so stark machen für den Konjunktiv. Das Zweite aber ist, und da fängt nun wirklich die absolute intellektuelle Unredlichkeit an, der Autor oder vielleicht auch die vorgeschobene Figur polemisiert ein Kapitel lang gegen einen Zeitartikel, den zufällig ich geschrieben habe. Aber er polemisiert sozusagen gegen mich, meint aber im Grunde den Gegenstand, über den ich geschrieben habe, nämlich eine Biografie, eine kritische Biografie über Hemingway. Er meint feministische Literaturkritik, Herr Reichmann. Das meint er nicht. Ich muss aber auch was da. Ich war ja verpflichtet, ich sollte das Buch objektiv referieren und bei dem Referieren nicht durchblicken lassen, wie es mir gefallen hat. Und das möchte ich jetzt noch nachtragen. Ich finde, der Köpf ist ein ausgezeichnet schreiben könnender Autor, wenn er ein Thema hat, das ihm liegt, wie beispielsweise Innerfern, wo er ein bisschen gemogelt hat, und wie Piranesi, das ja auch ziemlich spannend war. Hier hat er kein Thema gefunden. Die Kauzerei ist ertiftelt. Ich sehe weder ein, warum jemand 20 Jahre nach einem Koffer sucht, noch warum sich immer nur um einen Konjunktiv kümmert. Es wirkt ertiftelt. Er schreibt einen schönen, klaren Stil. Aber das ist in diesem Fall ein regelrechter Nachteil, denn ein klarer Stil kann ein Nachteil sein, wenn jemand nichts zu sagen hat. Kaiser, und das ist der Fall. Herr Kaiser, ist Ihnen in diesem Buch je klar geworden, warum eigentlich dieser Autor den Hemingway so hochhält? Ich finde, dass er seine Beziehung zu Hemingway absolut subaltern ist. Das Buch ist so uninteressant nicht. Das ist völlig gescheitert. Darüber bin ich mir jedenfalls im Klaren. Aber sonst interessant. Aber sonst gut. Passen Sie mal auf. Sonst gut. Und zwar aus folgendem Grund. Er beginnt mit der Darstellung, der Autor, der Liebe, des Interesses an für Hemingway, dieses jungen Menschen, der Buchhändler wird. Das ist ganz schön geschrieben, 20 Seiten lang. Nur, es kommt nichts mehr. Er hat ein Thema gewählt, aus dem sich nichts ergibt. Das Schlimme ist, dass das Thema Hemingway unerhört interessant ist. Dass ein Mann wie Hemingway zu einer Identifikationsfigur auf dem ganzen Erdball wurde, dass Leute ihn bewundert haben, die ihn nicht gelesen haben. Der größte Schriftsteller nach Shakespeare nannte man ihn. So ungefähr, aufgrund der Artikel, der Illustrierten, der Fotos, die Rolle, die Hemingway gespielt hat, wie Hemingway sein Leben beschrieben hat und später nur noch seine Legende wiederholt hat, um neue
um neue Bücher schreiben zu können. Aber sehen Sie, das ist doch längst, das ist Literaturgeschichte. Ja, aber das war von den 30er bis zu den 50er Jahren. Ja. Spätestens seit damals weiß man, dass diese Legende ja auch auf sehr tönernen Füßen steht. Aber dennoch. Was das ist über der Punkt des Angriffs Augenblick des Autors mal. Köpf auf Frau Löffler und die Biografie, die sie aber das ist natürlich vollkommen ungerecht, denn habe das gesagt, sondern ich habe nur referiert eine sehr kritische Biografie. Biografie ist sehr schön, nur die Biografie wird in Ihrer Rezension etwas verkürzt, wenn ich das bescheiden sagen darf, nämlich auf die These, dass Hemingway auf tönernen Füßen steht. Muss ein Kerl, der Kerl-Literatur schreibt, deshalb auch das wirklich im Privatleben sein? Wer kann das von ihm einfordern? Was hat diese Biografie, die dauernd sagt, ja, er wurde schon von der Mutter in Mädchenkleider gesteckt und der Vater hat ihn nicht mit auf die Jagd genommen? Ich sage, natürlich war diese Literatur Attitüde, aber eine Attitüde, die Hemingway durchgehalten hat. Und das Interessante sowohl an dieser Biografie wie an dem Köpfbuch ist doch, dass Köpf eigentlich sehr wohl versteht, warum er sich erschossen hat, nämlich weil er auf einmal nicht mehr formulieren konnte, weil er nur noch vor sich hin gelallt hat. Aber das wussten wir doch alle. Natürlich, gut, lieber, darüber darf sich doch aber ein Autor... Der Stoff ist hochinteressant und man kann sehr wohl einen Roman über Hemingway schreiben, wenn man schreiben kann. Er hat überhaupt nichts zu sagen gehabt. Er hat das in der Mitte des Buches gemerkt und hat es noch mühevoll zu Ende geführt und ganz am Ende, damit auf dem Foto noch Marlene Dietrich drauf sein kann, hat er noch die Marlene Dietrich eingeführt. Aber jetzt will ich ein Wort zugunsten von diesem Köpf sagen. Buch, sagte ich, was ich komisch fand, sehr ganz gescheitert. Jedoch, mitten in diesem Buch gehen zwei junge Menschen, halbwüchsige, so 17-jährige Knaben, angeln. Und unterwegs nehmen sie ein Mädelchen, auch so 16 Jahre alt ungefähr, mit. Und nur angelt einer, der andere plaudert mit dem Mädelchen. Das sind 20 Seiten, wenn nicht 25. Sie haben mit Hemingway nichts zu tun. Sie sind überhaupt nicht aus diesem Buch. Nur, dass der Held in der Hosentasche ein Hemingway-Taschenbuch hat, könnte er Männer auch ohne Frauen. Und zwar Männer ohne Frauen, dass er den Mädchen nicht zeigen will. Aber, nur langsam. Diese Episode ist sehr schön geschrieben. Diese Episode hat mich beeindruckt. Sie stammt aus einem anderen Buch. Ja, aber Maestro, das haben wir doch gesagt, dass er schreiben kann und eben hier leider nicht an ein Thema gekommen ist, das ihn produktiv machte. Das ist ja auch der Gegensatz zu der Bayard. Man erfährt, ob man über sie schimpft oder nicht, man erfährt über diese viktorianischen Autoren mehr und mehr und mehr und sie fesseln einen immer mehr. Und hier hört man eben nur, dass der Hemingway am Schluss noch unglücklicher war. Ich würde eine Verteidigung. Warum er sich Hemingway gewählt hat, habe ich ja schon versucht zu erklären. Ich glaube, er hat ihn sich zu Recht gewählt, denn das ist nimmt sich ein heroisch gescheitertes Leben, um sein eigenes kauziges Scheitern zu. Und das ist, glaube ich, eine gewisse Rechtfertigung. Ich finde übrigens, es ist nicht fair zu sagen, dass Hemingways Leben oder dass Hemingway gescheitert ist. Ein Autor, der eine Reihe der bedeutendsten Kurzgeschichten in Literaturgeschichte geschrieben hat. Er hat sich am Schluss erschossen, weil er das Gefühl hat, also, dass er können, um Gottes Willen, die Kurzgeschichten, die Killer, das ist eine der schönsten Dialoggeschichten, die es überhaupt gibt. Es ist sehr gefährlich, über Schriftsteller was zu schreiben. Als Thomas Mann die schwere Stunde über Schiller oder Lotte in Weimar über Goethe geschrieben hat, hat er gewusst, was er tut. Er konnte das. Herr Köpf kann das nicht. Naja, gerade im Gegensatz zur Bayard, die das nämlich sehr wunderbar kann. Also ich glaube, ich meine, eine Literatur auf diesem Niveau nachzuahmen ist doch sehr leicht, denn sie erreicht ja die Vorbilder nicht. Das kann ich nur immer wieder wiederholen. Die Bayard. Ja, aber die Bayard liefert etwas, was die Schriftsteller, die ihre Vorbilder sein mögen, damals im 19. Jahrhundert nicht liefern konnten. Denn Teile dieses Buchs sind sehr aktuell und beziehen sich auf unsere Verhältnisse. Das ist eben nicht nur viktorianische Epoche, sondern es ist ein paralleles Gesetz. Also, das ist schon ganz intelligent. Also gut. Zurück zum Köpf. Ich glaube, man könnte vielleicht noch, vielleicht nur einen Satz noch. Das Schlimme am Hemingway ist natürlich, sind sozusagen seine Epigonen und Nachahmer, die nur noch einmal die Klischees über Hemingway bestätigen, an denen er selber ja kaputt gegangen ist. Und ich finde, das ist ja eigentlich heute absolut unzulässig. Wir sind einfach in der Wissenschaft schon weiter.
Das heißt, er hätte angesichts der Artikel, die wir vier über Hemingway geschrieben haben, hätte er ein besseres Buch schreiben. Es gibt mehrere Festmeter an Sekundärliteratur über Hemingway. Das müsste man eigentlich heute wissen. Wenn der Hemingway sagt, ich hätte nie geglaubt, dass man mir den Rotwein wegnehmen kann, aber man kann. Ja. Da steckt doch schon der halbe Selbstmord drin. Eine Sache werden wir hier nicht klären. Warum ein ernster und intelligenter Schriftsteller wie Köpf ein solches Thema sich gewählt hat und nicht gemerkt hat, nach 30 Seiten, da wird nichts draus, sondern auf Biegen und Brechen die Sache zu Ende. Da gab es einen Verlagsvertrag, nehme ich an. Ja, Sie sind der nüchterne Mensch, so wird es gewesen sein. Jetzt wieder mal ein Buch aus der angelsächsischen Welt. Scott Bradfield, ein Name, den man überhaupt noch nicht kannte, das ist eines seiner frühen Bücher, Die Geschichte der leuchtenden Bewegung. Dies ist ein Roman über eine Kindheit, über eine amerikanische Kindheit, eine schreckliche Kindheit, die in Beverly Hills beginnt und auf der Straße weitergeht. Die Ehe der Eltern ist nämlich kaputt gegangen und so kommt der Junge auf die Straße. Er ist im Auto der Mutter. Die Mutter ist vielleicht sowas wie eine Prostituierte sogar. Edelprostituierte. Jetzt wird aus der Perspektive des Jungen geschildert, dass er diese Phase seines Lebens als besonders romantisch und geborgen empfindet, während er in Panik gerät, als die Mutter sich an einen biedern Mann bindet, der sein Ersatzvater wäre, der ihn auch nett behandelt, und er bringt diesen Mann wahrscheinlich um. Wahrscheinlich. Es ist in einem halben Satz, zwischen zwei Sätzen vollzieht sich dieser Mann. Dann kommt der Vater zurück. Das Buch wird immer albtraumartiger. Der Junge ist mit zwei anderen Kindern ein Jugendkrimineller, ein Drogensüchtiger, ein Quäler anderer Leute. Und der Vater kommt zurück und der Junge versucht, den Vater umzubringen. Das scheitert. Wir erleben am Schluss des Buchs einen jähen Perspektivenwechsel und sehen diese ganze Kindheit auf einmal mit Beverly Hills Augen. Da sagt der Vater, gut, das Kind war ein bisschen schwierig, der hat mich verletzt, aber wir werden den schon wieder hinkriegen. Ich denke, es ist für mich eines der aufregendsten Bücher über eine amerikanische Jugend, die ich überhaupt seit dem Fänger im Roggen gelesen habe. Ja. Ja, es ist eine Pubertätsgeschichte. Und insofern kann man natürlich auch sagen, es hat etwas mit Wahnsinn zu tun. Es ist die Hormonstürme, die diesen Jungen heimsuchen und dieses ungleichmäßige Wachstum, das er hat, zeitigt natürlich auch merkwürdige Folgen, dass zum Beispiel sein Gehirn sehr stark wächst. Er hat so plötzlich Anfälle, wo er ein Wunderkind ist, wo er Kant liest und Freud liest und sich mit Biologie beschäftigt, was einem Elfjährigen oder Achtjährigen, der er ist, gar nicht angemessen ist. Er ist ein kleines, frühreifes Monster und eigentlich ein Kunstprodukt, das immer unheimlicher wird, je länger man mit diesem Buben umgeht. Und mich hat es eigentlich immer wieder erinnert an diese Hyperrealität der Filme von David Lynch. Diese scharfen Beleuchtungen und scharfen Konturierungen hat und diese falsche Idylle, die andauernd zerbrochen wird. Es ist ein hochspannendes Buch. Für mich ist es ein unheimliches und aufregendes und eigentlich abstoßendes Buch gewesen. Und zwar aus folgenden Gründen. Als ein Junge wird in einer rauschhaften Sprache geschildert, vitalistisch verklärt. Die reden ja nicht normal, sondern ungeheuer hoch überhöht. Ein Junge, der doch immerhin zwei Mordversuche unternimmt, der von Diebstahl lebt, der allerdings mit 8 Jahren sagt, die Kritik der Vernunft von Sartre, da ist die amerikanische Übersetzung so schlecht, ich glaube, ich sollte schnell Französisch lernen, um das zu machen, zu Deutsch, der eine total überhöhte Kunstfigur ist, die dann auch noch mit einem außerordentlich rauschhaften, so ein bisschen wie vom deutschen Expressionismus abgelauschten und dann später mit der New Age-Kitsch zusammengesetzten Sprache geschildert wird. Und die Erwachsenen wirken natürlich gegenüber Kindern immer schlecht. Kinder, die ungebärdig sind,
sind, die alles wollen, auch diese kleine kommunistische Freundin, die er da hat, die sind immer sympathisch. Und die Erwachsenenwelt ist sozusagen das eigentlich Böse, das ist Amerika, wie es am schlimmsten ist. Und damit will er nichts zu tun haben und wehrt sich mit Verrücktheit und wehrt sich mit Mord und wehrt sich mit allem, was in ihm ist. Und dafür feiert ihn das Buch in gewisser Weise, nicht indem es sagt, es ist ja sehr schön, den Papa umzubringen, aber indem es eine Sprache hat, die an Verklärung grenzt. Und das finde ich grässlich. Merkwürdig. Der Einwand, den Sie vorbringen, ist schon sehr schlüssig. Ja, das beeindruckt mich. Nur ich habe es nicht gemerkt. Ich habe nicht gemerkt, dass das Buch diesen Helden feiert, diesen jungen Mann. Das finde ich gar nicht. Das Buch ist nicht so leicht, dahinter zu kommen, warum das Buch gut ist. Ich finde es ein recht gutes, vielleicht nicht so enthusiastisch, wie Sie das bezeichnet haben, aber ein hochbeachtliches Buch. Wahrscheinlich wohl deshalb, dass der Mann zunächst etwas kann, was immer mal gut ist. Er kann den Alltag und die Details des Alltags schildern. Das ist glänzend gemacht. Dieses Handwerk beherrscht er, er beschreibt, was er will. Was er auch beschreibt, es ist gut. Das ist das eine, diese Beschreibung des Alltags. Zweitens, das Buch hat einen Vorzug, den ich immer bei Büchern so furchtbar schätze, das liebe ich. Da hat einer was zu sagen, der hat was erlebt, da hat einer, der Autor, gelesen und er hat was auszudrücken. Übrigens, die Bayet hat auch was zu sagen. Die hat die englische Universität von heute mit allem Drum und Dran erlebt. Und das ist drin. Ob sie es verspottet oder mehr oder weniger verspottet, da ist nicht die Sache so wie bei Köpf. Bei Köpf, der hat nichts zu sagen. Sondern ich schreibe vielleicht über Hemingway, dann ist es schief gegangen, hat das darf trotzdem. Ich auf eine Sache von Herrn Kaiser eingehen? Das ist richtig. Es wirkt so, als würde das teilweise hymnisch gefeiert. Es ist aber, glaube ich, das beruht auf zwei Voraussetzungen, die das Buch so gut machen. Erstens mal, es hat keinen allwissenden Erzähler, sondern der Erzähler ist in der zwanghaften Lage seines achtjährigen Jungen und kann nur dessen Welt sich. Deshalb finde ich den Schluss so gut, wo sich das wirklich dreht, wo man dann auf einmal sieht, die Mutter liegt gar nicht als betrunkenes Monster da immer im Zimmer, wie er denkt und deliriert. So, und der zweite Vorteil ist der, dass man erkennt, dass dieser Freiheitsdrang zu dieser geradezu grässlichen, zu diesem geradezu, deshalb habe ich es mit dem Fänger in Roggen verglichen, mit dem geradezu grässlichen Generationsbruch führt, den das Buch wirklich auf fesselnde Weise feststellt. Wenn die Eltern in diese Welt immer gütig hineinreden, sagen, du weißt doch, dass ich nur dein Bestes will, alle diese schrecklichen Sätze, dann wären die noch albtraumartiger als das Geschilderte. Trotzdem, dazu kann man eine Sache doch einwenden. Dieser Achtjährige spricht das ganze Buch wie ein 35-Jähriger, also so alt wie der Autor ist. Das ist eine sehr gefährliche Geschichte. Und indem er sozusagen so spricht, habe ich es mir so erklären wollen. Denn ich bin ja auch beeindruckt davon, dass ich eigentlich dachte, ob der Autor nicht im Grunde vorführen will, dass in ihm als erwachsenen Menschen auch sozusagen so ein achtjähriger Typus ist, der sich gegen die Welt wehrt. Er ist ja aber nach England weggelaufen aus Kalifornien. Man versteht nach diesem Buch, dass einer diesen Albtraum Kalifornien, er sagt, ich hätte so reagieren müssen wie dieser Junge. Dieses Buch ist meiner Ansicht nach so eine Art schwarzes Kultbuch für Kalifornien, will es werden. Aber es hat in der allzu vielen Bildung, wenn da also wirklich die Kant und Biologie, da hat es doch so ein Geniesimulantentum, das mir grässlich ist. Eine Frage nur. Ist es nicht mit Oskar Mazerat bei Gras auch so, dass er als dreijähriges Kind spricht wie ein Erwachsener? Natürlich, es ist ein kleines Monster und insofern eine völlige Kunst. Nein, bei Mazerat ist es insofern anders, als sein Nicht-Erwachsen-Werden-Wollen ist ein physiologischer Protest. Der bleibt ja Zwerg, auch wenn er älter wird. Und ein physiologischer Protest heißt ja nicht, dass man auch im Kopf Zwerg bleibt, während es hier anders ist. Ich glaube, bei Scott Bradfield ist doch alles, was der junge Held macht, ist ein Protest. Müsste man nicht da noch bedenken, dass diese Figur, es ist richtig, man wird zur Identifikation eingeladen. Durch den Tonfall, schon der Titel. Ja, aber
Gegen Ende des Buches stellt sich heraus, dass der Junge wahrscheinlich wahnsinnig ist. Es gibt dann eine Szene, die dann in der Tat in einem Nervenheilanstalt spielt, wo es dann heißt, der Junge ist, das ist natürlich dann auch wieder übertrieben, paranoid, schizophren, es wird dann alles an Jugendirre sein in ihn hineingepackt. Aber ist es nicht auch so aufgeklärt und altkluge einerseits ist es ja doch andererseits auch sehr kindlich. Er regrediert doch dann auch in seine Mutterbeziehung. Er möchte doch eigentlich, dass die Zeit stehen bleibt. Er will nicht erwachsen werden, weil er in diesem kokonhaften Zusammenhang mit seiner Mutter bleiben möchte. Das ist, was die spießigen Väter und Ersatzväter, der eine bastelt wie ein Wilder, der andere hat einen Computer und macht dauernd Geschäfte und sagt dem Sohn, ich kann dein Geld besser anlegen und vermehren. Das ist der sogenannte Ödipus-Komplex bei dem natürlich. Ja, aber im Grunde ist es doch eigentlich auch eine Abwandlung zu Clockwork Orange, dass da ein anarchischer, wilder Junge gezähmt wird und eingepasst wird in die Erwachsenenwelt. Übrigens auch mit viel Witz gemacht. Die tollste Szene ist meiner Ansicht nach folgende. Er überlegt sich, den Vater umzubringen, macht alle Anstalten dazu, kriegt ein bisschen Angst, dann doch zittert und geht in die Küche. Und da liegt ein Brief, da hat der Vater geschrieben, ich habe ständig Bauchschmerzen, weil nämlich der Junge ihm da um das Böse zu essen gibt und habe infolgedessen Selbstmord gemacht und habe mich vergiftet. Das heißt, der Dolus zum Mord war da, aber das Väterchen ist ihm gewissermaßen vorausgekommen. Das ist natürlich von einer grausigen Komik. Ja, klar, aber sehr pfiffig. Das ist schon gut gemacht, ja. Der Vater, du Feigling, du hast dich meinem Mord entzogen, sozusagen. Also eins ist wohl sicher. Dass dies ein psychologischer Roman ist? Nein, es ist kein Psycho. Es ist ein psychologischer und gesellschaftskritischer Roman. Dass die Psychologie dieses Romans an einer exzentrischen Figur, wie Sie richtig sagten, diese Verbindung von kindlichem und der eine hat auch so ein Hitler, hat auch ein Nazi-Abzeichen, ja, das wird auch gelobt. Klar. Halt, langsam. Warum meint Frau Löffler, das sei kein Psychologe? Weil er ja nicht mit diesen überkommenen 19. Jahrhundert-Strategien, literarischen Strategien vorgeht, sondern die ja schon längst hinter sich gelassen hat. Also der Autor, sagen, psychologischer Roman in dem Sinn wie Kafkas Roman, psychologischer Roman. Aber er hat auch den Kafka längst hinter sich gelassen. Ist psychologischer Roman ein Begriff, der sich auf das 19. Jahrhundert... Er stammt aus dem 19. Jahrhundert. Ja, aber ich denke, aber wir haben doch heute... Nein, ich glaube, dass der Begriff der psychologische Roman diesen literarischen Kosmos einfach nicht mehr fasst. Das ist ein Wort, das da nicht mehr greift. Nein, ich meine, es gibt einen psychologischen Roman, wo man das Gefühl hat, mit Menschenkenntnis und Realismus werden Leute beschrieben, wie sie herumlaufen. Das genügt. Und dann gibt es einen psychologischen Roman, wo man sagt, es geht sozusagen auf die Entität. Und deshalb habe ich auch gedacht, zu der Entität dieser Figur gehört vielleicht auch, dass der amerikanische Traum damit zusammenhängt, dass man eigentlich auch sehr gebildet sein könnte, nur leider eben nicht ist. Nein, ich meine, ich denke, dass das so eine gefährliche Liebschaftenkonstruktion auch ist, dass diese drei Kinder, die 18, der eine ist, ein tätowierter Rocker, das Mädchen eine Feministin und Sozialistin, dass die drei auf einmal sich in höchster Bildung auseinandersetzen. Eben. Das hat natürlich auch was Ironisches. Aber Psychologie hat das nicht technisch zu tun. Es ist surreal. Ich glaube, nicht ironisch, surrealistisch. Vielleicht einigen wir uns, dass die Begriffe surreal und ironisch sich gegenseitig nicht ausschließen. Diese Figur des Mädchens, Beatrice heißt sie nicht. Ja, ich finde es eine fabelhafte und mich am meisten interessiert. Die hat auch an Günter Grass erinnert. Die meinen Tulla Pokrivke. Ja, genau. Ja, sie ist origineller als Tulla Pokrivke. Ja. Viel besser als die ordinäre Tulla Pokrivke. Das dürfen Sie nicht sagen. Sie dürfen es sagen, das ist aber nicht wahr. Ja. Die Tulla Pokrivke von dem frühen Grass ist eine Figur, die noch nicht die Schwächen von manchen Figuren vom späten Grass hat, wo alle so reden, als ob sie an einer vernünftigen Jugend-SPD Versammlung waren und nun aufgeklärt sind. Die Dulla hat noch etwas Anarchisches und Unheimliches. Die dürfen Sie jetzt nicht schlecht machen. Lieber, wir wollen uns nicht über... Ich hätte gedacht, du hättest den Namen besser ausgesprochen, weil sie stammt ja Tulla Pokrivke. Ja, jetzt ist er gut. Ja, danke. Sehr gut. Übung macht den Meister. Lassen wir die Grassche Figur, die ich nicht so besonders liebe, in seinem Jugendwerk. Zum Lieben ist sie nicht. Aber Kaiser hat völlig recht. Diese Beatrice in dem Buch von dem Scott Bradfield ist eine sehr originelle Figur, weil er versucht,
etwas, was nicht ganz einfach ist. Er sagt uns etwas über die Sexualität dieser Generation. Natürlich kann man sagen, wissen wir alles. Nein, wir wissen nicht alles. Und unsere Autoren haben da Schwierigkeiten. Wie das gezeigt wird, dieses Mädchen mit ihrem Zynismus, mit ihrer ganzen Einstellung der Welt gegenüber, die ja mit beiden abwechselnd schläft und zu dreien unterhalten sie sich darüber. Und einer sagt, sie plappert die ganze Zeit, sogar heißt es im Text, wenn ich es mit ihr treibe. Ja, wie halt Achtjährige normalerweise miteinander reden, nicht wahr? Psychologischer Roman. Nein. Wir wollen uns doch nicht über Etikette streiten. Ja. Doch, wir streiten dauernd über Etiketten. Aber ich will nur mal sagen, ich verstehe nicht, wenn man diese Figuren, die wirklich, wo man etwas Neues erfährt, wo man auch erfährt, welche Irritationen, Figuren in ihren Widersprüchen, Brüchen und so auslösen, wie man dann, aber ich will nicht darauf zurückkommen, diese viktorianischen Schnittmuster lieben kann. Oh, lieber, in unser Vatershaus sind viele Wohnungen. Man kann Herr Karasek, Sie wollen heute immer Ananas das letzte auch, Wort glauben. Behalten. Das ist doch eigentlich unter Ihrem Niveau. Ja, heute doch nicht, sondern immer. Also, lieber, es sind zwei vollständig verschiedene Bücher, das der Bias und das von dem Scott Bradfield und sind beide interessant und wichtig. Übrigens, eine Kleinigkeit, wenn ich mir bemerken darf. Wir klagen oft, dass deutsche Debütanten längst ihre Jugend hinter sich haben. Meist fangen ja bei uns Leute mit 5, 6, 37 an, Bücher zu schreiben. Und man erklärt es damit, dass sie in der Schule leider nicht Deutsch gelernt haben. Dann hat es jahrelang gedauert, bis sie die Muttersprache einigermaßen sich angeeignet haben. Es stellt sich heraus bei den Amerikanern, auch bei den Franzosen, wir werden ja gleich auf einen Debütanten der Franzosen zu sprechen kommen, sind die auch 5, 6, 37. Hat sich unsere Welt so verändert, dass junge Autoren nun gar nichts zu sagen haben und dass sie erst später anfangen zu schreiben? Zu universell gefragt. Ist zu universell, aber irgendeine Erklärung muss es doch geben. Früher fingen sie alle mit 20, 2, 23 Vielleicht an. Darf man einen Punkt erwähnen, weil Sie von der deutschen Sprache gesprochen haben. Ich glaube, man sollte erwähnen, dass beide angelsächsischen Bücher, die wir bisher erwähnt haben, glänzend und hervorragend übersetzt sind. Man sollte das nicht verschweigen. Ja, die armen sehr Übersetzer. Sehr nobel, die kriegen dafür kein Geld. Sind beide wirklich, ich glaube dabei, das Buch der Bayet ist wohl noch schwerer zu übersetzen. Ja, das ist ganz hervorragend übersetzt. Ja. Wie das geschah. So, das reicht. Jetzt wollen wir mal zu den Franzosen übergehen, die das Buch heißt Die Felder der Ehre von Jean Rouault. Das ist unser zweiter Debütant. So wie Scott Bradfield seinen ersten Roman vorgelegt hat, so auch Jean Rouault. Er ist sogar noch etwas älter, er ist in der Tat 38, hat dieses Buch vor 2 Jahren geschrieben. Es war in Frankreich sofort ein überwältigender Erfolg, hat auch den Prix Goncourt sofort gewonnen. Worum geht es? Es ist im Grunde die Familiengeschichte, die Familienchronik des jungen Autors, nicht mehr ganz so jungen Autors, in 3 Generationen. Vielleicht des Ich-Erzählers. Des Ich-Erzählers, der aber deutlich doch auch autobiografisch getönt ist, das merkt man. Er erzählt eigentlich, es beginnt als ein Wetterbericht. Das erste Kapitel ist ein Wetterbericht der französischen Atlantikküste, wo es dauernd regnet. Das Thema Niederschläge ist damit schon einmal angegeben, denn das Schlusskapitel kommt dann in einer anderen und ganz schrecklichen Weise auf das Thema Niederschläge zurück. Da geht es dann nämlich um den Gaskrieg im Ersten Weltkrieg. Das Gas, das sich dann auch so über die Felder wälzt wie der Sprühregen oder der Nebel an der ewig nebelverhangenen Atlantikküste an der Loire-Mündung, wo der Autor und sein Ich-Erzähler herkommt. Damit sind die beiden Eckpfeiler gegeben. Die Geschichte selbst sind eigentlich 3 Todesgeschichten. Der Tod des Großvaters, der Tod seiner Großtante und der Tod seines eigenen Vaters, die offensichtlich alle ungefähr zur gleichen Zeit, man kann rechnen, es muss so im Jahr 63, 64 herum gewesen sein. Und anhand, jetzt könnte man denken, das ist eine besonders melancholische Geschichte, und das Schöne daran ist, dass es das nicht ist. Es ist es wird der familiäre Mikrokosmos auf eine unglaublich charmante Weise und sehr liebevolle, detailgenaue und sehr menschliche
eindrückliche Weise geschildert. Es sind die kleinen Leute, es ist keine große politische Geschichte, es sind die kleinen Leute, die aber in ihrer Würde und in ihrem Alltagsleben dargestellt werden. Erst zum Schluss eigentlich kommt dann diese politische Aspekt hinein mit dem Ersten Weltkrieg und eigentlich auch dann heraufgezogen bis zu jetzt. Da ist übrigens der einzige Fehler in der Übersetzung auch. Da wird tatsächlich von dem Autor vom Gaskrieg her eine Brücke geschlagen zu den Gaskammern. Er spricht dann von den Camps de la Mort. Und das ist leider eben nicht, wie es gehört hätte, mit Todeslagern oder Vernichtungslagern übersetzt, sondern mit Schlachtfeldern. Ich bin informiert worden, dass dieser Fehler in der jetzt ausgelieferten Neuauflage schon korrigiert. Sehr gut, ja. Weil das ist tatsächlich fürs Verständnis des Buches sehr wichtig. Wenn man vom Gaskrieg redet und sagt, was daraus geworden ist, dann darf man dieses Wort nicht falsch übersetzen. Aber eine kleine Anmerkung. Dieser Tod in der Vergangenheit, das haben Sie ja schon gesagt, ist deshalb sehr wichtig, weil er das Leben dieser Tante, die stirbt, sozusagen total bestimmt und geformt hat. Ja. Die hat auf ihr Leben verzichtet. Die kleine Tante. Also, ich muss sagen, dass mich der außerordentliche Erfolg dieses Buches in Frankreich etwas überrascht. Das heißt, ich kann es nicht ganz. 500.000. Ja, ein enormer Erfolg und Prix Goncourt will ja auch irgendwas heißen. Das sind doch keine Zufälle. Das Buch ist sehr ernst geschrieben von einem ernsten Schriftsteller. Der Anfang mit dem ewigen Regen. Denn der regnet, wie wir wissen, jeglichen Tag, ist schon sehr gut. Und der große Schluss, das sind ja 30 Seiten mit dem Gaskrieg in Ypern und dergleichen, auch fabelhaft geschrieben. Aber ich habe gegen das Buch einen simplen Einwand. Ich sagte heute meiner Frau, das spielt unter solchen engstirnigen, bigotten Kleinbürgern in Frankreich, in der Provinz. Was interessiert mich das? Da sagt sie, spielt die Madame Bovary auch. Ja, Jean-Paul hat sein ganzes Lebenswerk mit kleinen Provinzlern verbracht. Jetzt werde ich Ihnen den Unterschied sagen zwischen der Madame Bovary, die in der Provinz unter Kleinbürgern spielt, und andererseits Jean-Paul und diesem Buch. Wenn das Buch, so empfinde ich es, mich letztlich so kalt lässt, weil mich der Stoff überhaupt nicht interessiert, denke ich daran, was interessieren mich Romane über Bauern? Dennoch hat mich Hamsuns Segen der Erde außerordentlich beeindruckt. Ich glaube, so gut ist das nicht. Ein solcher Kerl ist dieser Rouault nicht, dass er uns überwältigen könnte mit diesem Buch. Ja, der Anfang, der Schluss, bei dem anderen, wie er die schildert. Letztlich frage ich mich, muss ich das wissen? Merkwürdigerweise, bei der Bayet und bei dem Bradfield habe ich mir diese Frage nicht gestellt. Ich glaube, das ist ein französisches Phänomen. Die Franzosen erkennen sich offenbar in dem Buch in höherem Maße, als ich imstande bin. Ich glaube, Herr Reich-Ranicki, das ist ein französisches Phänomen in anderer Art. Nicht, dass die sagen, wir sind also nette Leute, sondern es gibt in Frankreich eine mittlere Art von Poesie, die zart ist und die Charme hat und die nicht ohne Tiefe ist, die aber nicht große Poesie ist. Denken Sie mal an Leute wie Giraudoux oder Chehardé, und dazu gehört auch dieses, ich finde das Bezaubernde an dem Buch, das ist keineswegs ohne Humor, die seine Figuren schildert, sondern mit einer Ironie. Aber man sieht, dass es nicht nur eine böse Ironie gibt, die leicht zu machen ist, sondern es gibt eine zärtliche Ironie. Und diese zärtliche Ironie ist im Falle mancher Frauenfiguren in dem Buch tatsächlich rührend bis hinreißend. Wenn so geschildert wird, wie zum Beispiel die kleine Tante, die eigentlich ihr ganzes Leben mehr oder weniger für andere lebt, die nur 7 Jahre Menstruation gehabt hat, weil sie, als ihr Bruder da bei Verdun verwundet war und sterben musste, weil sie sagte, ich gebe ihm gern mein Blut, wenn er nun weiterlebt. 3 Tage geht es dem Bruder dann noch etwas besser, dann stirbt er auch. Aber mit ihr ist es sozusagen aus. Sie finden diese Symbolik nicht sehr aufdringlich? Nein, ich finde diese Symbolik zart. Und wenn die Tante dann stirbt und es heißt plötzlich, ihr Herz machte mit,
In drei Sekunden war alles erledigt. Sie legte ihren Kopf auf die rechte Seite und war tot. Das ist alles zum Teil ziemlich klinisch sogar geschrieben. Da wird ja gesagt, wie ihr die Sachen aus der Nase genommen werden und wie sie von den Drähten gemacht, weggenommen wird und so weiter. Und plötzlich stirbt sie und es ist weder besonders mitleidig, noch besonders akademisch, noch auch besonders poetisch. Es hat etwas Zartes. Darf ich dich beim Wort nehmen? Du hast gesagt, es ist ein mittlerer Tonfall eher. Das würde ich sehr unterstreichen. Und manchmal ist der Tonfall nicht mal mittlerer, manchmal ist er auch nur ein putziger. Also ich denke, diese De Chevaux-Romantik am Anfang mit dem Tropfen, mit dem Regen, der ins Auto und dann mit der Nase oder die Tante mit diese etwas aufdringliche Kalendergeschichte mit den Heiligen, die sie immer zuordnet, oder die Reise. Ja, die ist halt gläubig. Ja, Helmut, ich habe fabelhafte Notizen, aber ich darf sie ja nicht vorlesen. Erbarmen die sich uns. Ich habe mir notiert, das Buch fängt manchmal an wie das kleine 1x1, 2x2 ist 4 und geht plötzlich in die Millionen. Aber und das nur, ist das Tolle. Ja, ich sage, ich will dem gar nicht widersprechen, aber manchmal bleibt... Manchmal ist es Alexander Spörl. Herr Kaiser, ich habe genau zugehört, was Sie sagten. Ja. Das Buch ist möglicherweise, könnte man denken, von der Idylle gefährdet. Aber immer dann, wenn man denkt, jetzt wird es wirklich unerträglich lieblich oder nett oder hübsch oder zu versöhnlich oder zu harmonisch, dann kommt unweigerlich ein Bruch hinein. Und dann kommt, dann sackt es plötzlich in eine unvorhergesehene Tiefe. Also und das schafft er schon. Diese Güte, mit der die Großmutter verzeiht, dass der Großvater sich einmal im Leben Nacktstrand anguckt und lauter solche Sachen. Aber es ist doch milde. Es ist zu milde. Helmut, ich glaube, du hast nicht erkannt, da wird... Ich habe es nicht erkannt, das stimmt. Ich will ja sagen, was du nicht erkannt hast. Da wird ein bürgerliches Tugendsystem als Tugendsystem gesetzt. Man lässt nichts kaputt gehen, man repariert je. Er interessiert sich nicht für Bauern, das sehe ich ein. Ich repariere auch keine Gartenzäune, aber da wird alles repariert. Die Leute können nichts wegwerfen, wie ich es von meinen schwäbischen Verwandten kenne. Man sammelt und so. Das heißt, es wird quasi ein ganz bürgerliches Tugendsystem des 19. Jahrhunderts, wo man auch gefällig gläubig war. Eben. Das wird absolut gesetzt. Und dann plötzlich mit einem riesigen Knall gegen das Entsetzen von Verdun. Und das ist toll. Ich denke nur, dass der Erfolg sich auch daran, dass das Buch ein bisschen einer Nostalgie sehr viel entgegenkommt. Ohne Frage. Aber Nostalgie heißt nicht automatisch Sentimentalität. Und der Sentimentalität kann dieses Buch doch immer entgehen. Ich glaube, ich könnte das jetzt auch nachweisen. Lassen wir mal das Wort Sentimentalität ruhig weg. Idylle. Es das ist schon sehr auf Idylle abgesehen. Herr Reichlanitzky, dass man 1993 ein bisschen nostalgisch an Zeiten zurückdenkt, wo die Menschen etwas menschenwürdiger lebten, dafür habe ich, vielleicht ist das auch schlimm, Verständnis. Ja, aber schreiben. Ich habe mich heute an das Buch erinnert, als ich mit einem Taxifahrer fuhr und der war auf einmal ein De Chevaux auf der Straße. Und dann sagt er, ganz gerührt, ein De Chevaux. Und da habe ich gedacht, hat das Buch auch ein bisschen... Das Autozeitalter ist furchtbar, aber früher, als die Autos noch so klapprig waren, da war es ja eigentlich mich, noch sehr schön. Mich stört der kolloquiale Plauderton. Ich habe etwas gelesen im Zusammenhang mit dem Buch, ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Da hat irgendjemand geschrieben, die französische Literatur kommt in unserer Zeit in Deutschland überhaupt nicht an. Engländer, Amerikaner, Italiener werden übersetzt, diskutiert, Franzosen werden beinahe gar nicht übersetzt und wenn, dann werden sie ignoriert. Stimmt das? Stimmt das, dass diese Literatur es so schwer Also, Herr Reichlanitzky, diese Frage hätten Sie jetzt nicht stellen sollen. Weil wir selber sind nicht ganz unschuldig dran, dass die französische Literatur hier schlecht wegkommt, wenn ich nur das Wort Claude Simon noch einmal erwähnen darf. Wie wir mit dem umgegangen sind, da kann ich mir schon vorstellen, dass dann zwingen Sie mich zu sagen, ich bin nach wie vor der Ansicht, Herr Kaiser, ich störe Sie, glaube ich. Nein. Das dürfen Sie, damit müssen Sie sich abfinden. Sie halten das Buch für Claude Simon für bedeutend. Ich halte es für ein ganz, ganz schlechtes Buch. Ich gehe wenigstens nur auf das erste Buch der Sendung immer zurück. Aber Sie eröffnen den 30-jährigen Krieg. Nein, aber Herr Reichranitzky hat nun wirklich die Frage gestellt und die ist nun wirklich ein bisschen heuchlerisch. Möglich sind wir dran schuld. Die Franzosen haben es schwer. Die Frage ist,
ob nicht Bücher geschrieben in englischer Sprache sich viel besser Deutsch wiedergeben lassen als französische, die des 19. Jahrhunderts, von dem Sie so gerne sprechen, die ließen sich ja alle gut übersetzen. Der Zola, der Maupassant. Es gibt zum Beispiel der Claude Simon ist ein Sonderfall, weil das eine wirklich extrem schwere Literatur ist. Und ich glaube nicht, dass das zu Hunderttausenden gelesen wird. Aber es gibt zum Beispiel einen französischen Dramatiker, der heißt Jean-Claude Grünberg. Und dieser Grünberg hat ein Stück geschrieben, das heißt Sohn Libre. Das war also die unbesetzte Zone in Frankreich, wo die Juden sich hin zurückverzogen, um dann von den Franzosen selber nicht sehr gut behandelt zu werden. Ein ausgesprochen aktuelles Stück, gerade jetzt, wo Fremdenfeindlichkeit und Rassismus ist. Und dieser Grünberg hatte das Stück Dreifuß geschrieben. Das wurde überall gespielt. Aber zum Beispiel dieses neue Stück, Sohn Libre, und auch andere von ihm, als ob es sie nicht gäbe. Und da kann man nicht sagen, das ist so furchtbar schwierig, sondern da muss man sagen, das ist das, was mir mein Deutschlehrer im Abitur vorgeworfen hat, Kaiser, ihr mangelndes Desinteresse. Also das ist, wo ich etwas gelächelt habe. Also das ist sozusagen ein bisschen eine Schweinerei. Ich habe im Gegenteil das Gefühl, dass die Theater manchmal Stücke, die sozusagen normal sind und Probleme übertragen, dass sie die gerade nicht machen. Zu den meistgespielten. Der Coltesse. Ja, aber der Coltesse ist natürlich auch wieder ein ziemlicher Sonderfall. Freunde, ihr seid Theaterkritiker, also wir wollen zur Buchliteratur zurückkehren. Ich glaube, zu dem Roman ist alles gesagt worden. Nun, Christoph Hein, das Napoleon-Spiel. Hein ist ein Autor Ende 40 aus der DDR. Ein insofern typischer DDR-Autor, als er von der DDR in hohem Maße geprägt wurde, dort erzogen wurde. Er hat drei Romane in den 80er Jahren publiziert. Drei Romane, die sich alle mit der DDR auseinandersetzen. Horns Ende, Drachenblut und der Tangospieler. Er hat mehrere Theaterstücke geschrieben, die auch die DDR mehr oder weniger deutlich betreffen. Eins das hat die DDR mit beerdigt, sozusagen. Ja, gleich am Ende. Ja, ja. Wir dürfen ja nicht über Theater sprechen. Nein, nicht zu viel. In Grenzen schon. Dieses Buch, das Napoleon-Spiel, schildert die Geschichte eines Menschen. Der Mensch sitzt im Gefängnis und wartet auf seinen Prozess. Diese Situation als Ausgangssituation eines Romans ist uns bekannt, war 100 Mal, aber es ist kein das Recht eines Schriftstellers, wieder einmal die Situation darzustellen. Er schreibt einen Brief, um seinen Anwalt, so ist das immer, entweder für den Anwalt oder für die Richter, um denen zu erklären, oder dem Anwalt zu erklären, was er getan hat, warum er es getan hat. Er muss zu diesem Zwecke, wie manche, viele Menschen immer glauben, sein ganzes Leben mit allen Details erzählen, über 200 Seiten. Es ist die Geschichte eines Menschen aus Stettin, der dann kurz in der DDR ist, in Thüringen, aber dann vor allem im Rheinland und in West-Berlin, ein Jurist, der Karriere macht, und in West-Berlin einen hohen Posten als Berater des Senats hat. Dieser Mann ist offensichtlich, so will ihn der Autor haben, ein Karrierist, ein Opportunist, ein Spießer, aber ein Mann mit einer Leidenschaft, mit einer Obsession. Diese Leidenschaft ist das Spiel und verschiedener Art, das Billardspiel vor allem. Und am Ende dieses Buches erschlägt er mit einem Billardstock einen Menschen in der Berliner. Wahrscheinlich am Anfang, denn er schreibt einen Brief darüber. Naja, er schreibt einen Brief, also damit danach folgte seine Verhaftung. Er schildert es am Ende des Buches. Ja, also bitte. Bitte. Aber Herr Reich-Ranitzky, kann man wirklich sagen, ein Karrierist und ein Opportunist? Nein. Ich denke, das ist er nun wirklich nicht. Er ist ein Spieler. Diese Figur betrachtet das ganze Leben als Spiel. Und das Einzige, wovor er Angst hat, ist sich zu langweilen. Daher darf sich ein Spiel nie wiederholen. Und es ist natürlich auch, so will es diese Rollenprosa, so will es die Fiktion, der Mord wird begangen als Spiel, um einfach aus sich selber auf die Schliche zu kommen, ob man dazu imstande ist, einen solchen Mord zu begehen, einen Mord und ohne... Und freigesprochen zu werden, und in ohne, der Öffentlichkeit. Ohne Motiv und dann auch noch freigesprochen zu werden, was ihm augenscheinlich gelingt. Naja, ist das Schreckliche für mich an dem Buch, um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, ist, es gibt bei Nestroy
eine Figur, ist leider wieder Theater, die sagt immer, ha, bin ich ein verruchter Kerl. Und dieser Mensch hier ist auch ein schrecklich verruchter Kerl. Er vergleicht seinen Ausflucht aus der Langeweile ununterbrochen mit Napoleon. Ja. Und das ist also einer der grauenhaftesten Vergleiche. Er sagt, jetzt bin ich in Moskau. Jetzt hat er sich entschlossen, seinen Billardstock zusammenzuschieben und in der U-Bahn jemanden tödlich zu belästigen. Das wird immer, und dann wird immer von dem Spiel gesprochen, was er sich dabei denkt. Und sein Bruder hat er schon. Das Ganze ist eigentlich ein schrecklich kleinlicher Traum, langweilig erzählt, mit immerfort Theoremen über das Spiel, die einen bald langweilen, weil sie auch hinten und vorn nicht stimmen. Ja, und wiederholt werden. Und wiederholt werden. Ja, jede Spielanweisung widerspricht der vorhergehenden. Am meisten müsste er sich eigentlich in Sylt beim Billardspiel langweilen, weil also es ist alles... Also, Helmut, mein Unglück ist, ich kann dir nicht widersprechen. Ich habe mich entsetzlich dabei gelangweilt. Ja. Nie eine Sekunde verstanden, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung sowas abdrucken kann. Denn der Spieler, wenn er ein leidenschaftlicher Spieler wäre, er schreibt doch im Ton eines vernünftigen, netten Studienrats. Ja. Er befleißigt sich einer gewählten Ausdrucksweise. Das Wort inkommodieren kommt vor und so. Dann den Napoleon, der doch ein passionierter, leidenschaftlicher Mensch und Redner war, der die tollsten Reden gehalten hat, die man sich denken kann, und die Leute, den so mit einem nachdenklichen Spieler wie ihn zu verstehen. Das Buch hat überhaupt keine Welt. Da werden zwei Geschichten aus der Jugend erzählt. Einmal, wie irgendwelche Angestellten seines Vaters in der Schokoladenfabrik. Und das kommt dann immer wieder vor. Da sieht man, er hat auch fast nichts gesehen. Ich habe mir viel Mühe gegeben, um rauszukriegen, ist denn der Heinz doch, weiß Gott, ein ernsthafter Autor. Was kann ihn dazu bewogen haben? Und mein einziges mögliches Argument, mit dem man die Intention des Buchs verteidigen könnte, ist folgendes. Da wird ein zynischer Spieler vorgeführt, von jemandem, der offenbar noch nie vom Graf Oederland und so weiter gehört hat, da wird ein zynischer Spieler vorgeführt, der die Menschen, die weniger intelligent sind als er, die einfach nur so mitmachen, fürchterlich behandelt. Das heißt, es wird auch doch in gewisser Weise zu einer Parabel dafür, was eine spielerische und zynische und verfügende Regierung mit einer Bevölkerung anfangen kann. Der Halbbruder, der Bastard, ist ja aber, der arme Ostling. Aber das ist wirklich zu wenig. Ja. Da tut jemand eine offene Tür einrennen und muss dabei noch humpeln. Herr Kaiser, ich kann mich erinnern, vor gut 30 Jahren, auf einer Tagung der Gruppe 47, da hat jemand was sehr Schlechtes gelesen. Ich weiß nicht wer. Und dann haben Sie gesagt, Sie, Herr Kaiser, Sie werden sich daran nicht erinnern, ich aber sehr wohl. Der 30-jährige Krieg. Wenn Sartre kompletten Schwachsinn schreibt, ist das sehr interessant. Muss man das in der Zeitung bringen? Ist doch interessant, dass Sartre so was Schlechtes schreiben konnte. Christoph Hein, ich weiß es, ist nicht Sartre. Aber Christoph Hein ist einer der wichtigsten DDR-Autoren dieser Generation. Dieser Generation. Und es gibt eine Frage, die wir uns alle stellen mussten. DDR zusammengebrochen, was wird aus diesen Schriftstellern werden? Die Schriftsteller, die davon gelebt haben, dass sie gezeigt haben, wie fragwürdig die DDR ist, es aber so zu zeigen versucht haben, dass es in der DDR erscheinen konnte oder dass sie nicht verhaftet oder rausgeschmissen wurden, wie Biermann rausgeschmissen wurde. Er hat in diesen drei Büchern, Horns Ende, Tango, Spieler und den dritten, damit gearbeitet, ist ein gutes Recht und hat von etwas profitiert, was ich in Grenzen für absolut legitim halte, vom DDR-Bonus. Seine Bücher sind alle etwas positiver eingeschätzt worden, als sie es waren. Nun ist die DDR zu Ende. Und er hat zwei Interviews gegeben, die beide sehr interessant sind. Das eine war, glaube ich, so 91, das andere 92. In dem einen Interview sagte er, ich habe noch über die DDR so viel zu sagen, das ist überhaupt kein Problem für mich. Im zweiten Interview, vielleicht sogar von Frau Löffler gemacht, halte ich für möglich, sagt er, die DDR ist für mich als Thema, als Stoff vorbei. Jetzt werde ich, wie jeder andere Schriftsteller, mich nur mit der Literatur beschäftigen und gute Literatur zu produzieren versuchen. Ja, was hat sich erwiesen? Nachdem die DDR weg ist, hat Herr Christoph Hein keinen Stoff. Und dieses Thema hat er an den Haaren herbeigezogen und er hat
es ist die Parallele da zum Hemingway-Roman von dem Köpf. Auch er hat letztlich über diesen Spieler nichts zu sagen. Und er hat das gemerkt, als es zu spät war, wahrscheinlich in der Mitte des Buches. Und dann hat er es noch mühevoll zu Ende. Herr Reichert, verzeihen Sie. Ja. Ich glaube, man kann den Text auch anders lesen. Was bei Ihnen durchklingt, ist ja bei sehr vielen der Kritiken auch durchgeklungen. Das sind die falschen Erwartungen, die an den Christoph Hein erhoben worden sind. So, als ob es jetzt seine verdammte Pflicht wäre, sich gefälligst über die Wende literarisch herzumachen. Nein, das hat er nicht getan. Ein gutes Buch zu schreiben. Moment, diese Erwartung hat er nun mal nicht erfüllt, jedenfalls nicht auf eine vordergründige Weise. Auf einer anderen Ebene allerdings setzt er sich sehr wohl mit der Wende auseinander, indem er tatsächlich dieses Brüderpaar, das müsste man wirklich noch mal deutlicher sagen, Herr Karasek, Sie haben es schon angesprochen, das sind die beiden, wenn man will, deutschen Brüder. Ja, das ist sogar noch komplizierter, das sind die beiden DDR-Brüder. Richtig. Der eine ist auch ein Flüchtling aus der DDR, ja, der sie im Westen zu was gebracht hat. Und zwar mit totalem Zynismus. Ja. Der eine ist halt sozusagen, wenn ich es jetzt ganz simpel sage, ein westlicher Zyniker geworden. Und der andere ist ein durchschnittlich anständiger DDR-Bürger, der zweimal Pech gehabt hat. Einmal hat er im Jahr 68 beim Einmarsch in der Tschechoslowakei sein Stimmchen erhoben, bisschen protestiert, was ihn sofort dort die Karriere und die Existenz gekostet hat und nichts bewirkt hat. Und jetzt, nach der Wende, fällt er ein zweites Mal rein. Jetzt wird er nämlich als Mitläufer der alten SED-Clique. Ja, Bewährung musste ein Parteiamt. Bekommt er noch einmal die Schläge dafür? Ja. Also diese Situation, glaube ich, müsste man, das hat der, da dafür hat der Christoph Hein schon Seiten aufge- gereicht und nicht 200 Seiten platt gedrückt, breit gewalzt. Aber eine Frage, erlauben Sie mir eine Frage. Sie sagen, aus diesem Mann ist ein westlicher Zyniker geworden. Ja. Stimmt. Ist der Unterschied zwischen einem westlichen Zyniker und einem westlichen Karrieristen so gewaltig? Ein Karrierist ist an seiner Karriere interessiert. Dieser Mann ist demonstrativ nicht an seiner Karriere interessiert. Ja, eben, eben. Bis zur Million. Ist ein Millionär geworden. Es ist der idiotische Einfall drin, dass er sagt, ab einer Million habe ich die auf dem Konto, beginne ich mich zu langweilen. Er muss anscheinend keine Steuern zahlen, habe ich ja gesagt. Alles furchtbar. Ja. Aber ich will nur sagen, die Sorgfalt, die der Autor und das Lektorat auf dieses Buch verwendet haben, möchte ich doch mal mit ein paar Zitaten. Es heißt da zum Beispiel Tempis. Also, ein Plural, Tempis. Naheliegender. Er kann es sich nicht leisten, diesen Strohhalm loszulassen, er würde abstürzen. Wenn man einen Strohhalm loslässt, stürzt man bekanntlich ab. Diese unter die Million auf dem Bankkonto, diese unheilvoll hohe Zahl meines Bankkontos. Und so geht es durch Seite. Ich möchte zwei Sachen doch noch richtigstellen, weil sonst ein ungerechter Eindruck entsteht. Ich glaube nicht, dass der Christoph Hein früher bei uns von den sogenannten DDR-Bonus gelebt hat. Ich glaube ganz entschieden, dass die Sachen damals besser waren, auch die Essays, als dieses, wo er sich vertan hat. Ja. Und das Zweite, Sie rechnen mit meiner Senilität übertrieben. Ich habe die Geschichte nicht vergessen. Ich habe damals was anderes gesagt vor 30 Jahren. Ich habe gesagt, wenn die Süddeutsche Zeitung einen Aufsatz von Herrn Müller abdruckt, und der ist großer Quatsch, dann ist sie dafür verantwortlich. Wenn es ein Aufsatz von Sartre ist, dann sagt man, wir haben dem Sartre Gelegenheit gegeben, einen Aufsatz zu schreiben, dann sind wir nicht für ihn verantwortlich, weil er ein berühmter Mann ist. Wenn es ein ganzer Roman wäre, dann würde ich die Sache anders bedenken. Jetzt muss ich das ergänzen, was ich sagen wollte. Herr Kaiser, wenn Sie fragen, warum die FAZ den Roman gedruckt hat, Sie wissen ja, wie das Angebot zeitgenössischer deutscher Romane aussieht, meistens kläglich. Dieser Roman ist von einem bestimmten Interesse, nämlich, was der Autor Christoph Hein, der den Tangospieler, zwei andere Bücher geschrieben hat, was er nach der Wende schreibt, ist von einem gewissen Interesse. Absoluter Unsinn. Ist es bitte, mir das nicht zu unterstellen, dass ich von Christoph Hein oder irgendeinem anderen DDR-Autor erwarte, dass er schildert, was sich in den 80er Jahren und während der Wende und so weiter abgespielt hat. Ein DDR-Autor aus der ehemaligen DDR hat das Recht, seinen Roman spielen zu lassen, wo er will. Und wenn er will, erzählt er eine Liebesgeschichte in Brasilien. Und die DDR wird nicht erwähnt. Oder im viktorianischen England, genau. Beispielsweise. Ja. Übrigens, er hat aber nicht das Recht,
Das, ich darf das noch hier mit ein erwähnen. Schlechtes Buch zu schreiben. Das bestimmt nicht. Jurek dieses Becker, Recht hat er. Jurek Becker hat in seinem letzten Buch. Heute werden dauernd alte Rechnungen. Ja, Szenen geschildert. Da spielt der größte Teil in der DDR, in Ost-Berlin in den 80er Jahren. Und es wird nichts über die politischen Verhältnisse das gesagt. Nicht, und es wird eine Idealwelt nahezu, weil du ganz bequem lebt, dargestellt. Das geht nicht. Zurück zu dem Fall Christoph Hein. Ich glaube, das ist eine sehr ernste Sache. Die Leute waren, es ist ja nicht so, dass die Freiheit begonnen hat und nun spritzt das Talent heraus. Im Gegenteil, die Freiheit hat begonnen und er muss, der Autor, wie andere aus der DDR, die Last der Freiheit Entschuldigung, tragen. Was mich daran stört, sind die Verallgemeinerungen. Ich denke, wir sollten jetzt nicht sagen, für die DDR-Autoren hat das und das begonnen und jetzt können sie es nicht, sondern wir sollten sagen, was Jochen Kaiser am Anfang gesagt hat, was wir alle versuchen. Ein Buch ist hier misslungen, aus welchen Gründen auch immer. Das Buch ist doch nicht misslungen, weil die DDR-Literatur versagt hat. Ihr Standpunkt ist sehr verständlich, aber ich habe das Recht, und das ist meine Arbeit als Kritiker, Ihre nicht, ich weiß, Bücher als Symptome zu betrachten. Ich nehme dieses Bücher als Bücher, nicht als Symptome. Dazu bin ich dann überflüssig. Wozu sollen wir dann über schlechte Bücher schreiben? Es sind Symptome bestimmter Entwicklung, bestimmter Richtungen und man darf da Vermutungen anstellen. Natürlich. Das ist, ich vermute, dass die Schwierigkeit, bei Jurek Becker war es das Armanda-Buch, bei ihm ist es dieses Buch, die anderen Autoren, die vielleicht jetzt schweigen aus der früheren DDR. Sie haben das Buch von Jurek Becker inzwischen sehr stark bewaffnet, es wird zu Armanda. Oder wie? Armanda, wie der heißt. Nein, Sie sollten nur verstehen, worum es mir geht. Dass es hier um begreifliche Schwierigkeiten geht. Wir werfen das den Autoren nicht vor, aber wir haben das Recht, offen darüber zu reden. Das ist eine merkwürdige Analogie zu nach 1945. Da rechnete man doch damit, dass viele Autoren, die sich in der Nazizeit nicht hatten äußern dürfen, ihre Schubladen öffnen würden und man würde plötzlich was nicht haben. Nichts war drin. Und außer, naja, also es war, wie hieß doch dieser Autor, der unauslöschliche Siegel, die Langgässer war vielleicht da. Ja. Und der Thomas Mann, der ja ein ganz typisch deutscher Autor war. Ja, aber ich glaube, Thomas Mann war nicht im Dritten Reich. Das ist es eben. Nein, das war ja ironisch gemeint. Also es war außer der Langgässer und dem Wolfgang Borchert eigentlich nichts. Und es fing erst langsam, siehe Gruppe 47, an. Aber jetzt sind wir so weit, dass wir einen Abschluss gar nicht suchen. Denn wir sehen wieder einmal betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Thank you.